Arrows. Sie tanzen Hip-Hop, sind Gewinner des School Dance Battle 2015 von der AOK im Tanzhaus NRW und entern jetzt diese Bühne. Die Sonne, haben gerade die Capoeira-Jungs nochmal rausgetanzt und jetzt geht's weiter damit. Das fand ich ja richtig stark. Und sag noch mal kurz, vielleicht kommst du an die Seite. Ich habe gerade gehört, euer erster Auftritt heute sozusagen als Team. Wie hat es sich angefühlt? Gut. Ja, cool, gut eigentlich. Ihr habt ja schon mehrere School Dance Battles oder generell Dance Battles bisher getanzt. Da ist das Publikum ja fest. Hier muss man sich das erspielen. Habt ihr das mitgekriegt, wie die Bühne voll geworden ist? Ja, habe ich. Mittlerweile ist weniger, danach kam immer mehr. Genau, es hat angefangen mit so ein paar Vereinzelten und dann mittlerweile standen die Leute, waren hier gebannt von eurer Leistung. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Übers Tanzen. Genau. Übers Tanzen getroffen und
Jetzt soll es zu zweit als Duo auch weitergehen. Genau. Wo kann man euch als nächstes sehen? Auf Battles natürlich, und wenn es alles gut läuft, machen wir mehrere Shows. Kann ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel heirate und ich will so eine Show haben, kann ich euch dann anrufen und buchen? Ja, genau, die Flyers kommen noch raus, jetzt sind die noch nicht da, aber die kommen noch raus, dann kann man es auch buchen. Also Chris und Robert gerade in ihren Anfangstagen als Hip-Hop-Tänzer mit vielleicht großer Zukunft, sieht für mich danach aus. Die Dangerous, vielen Dank. Wenn ihr